Bitte, Fremde! Hilf mir, es zu töten! Geh mir aus dem Weg! Die Sandra frisst sich durch die Panzerung. Geschafft! Du musst meiner Freundin helfen. Warte. Langsam. Was ist los? Littay und ich gingen mit Waren aus Salzbiss Richtung Süden, als uns Maschinen angriffen. Ich ließ sie zurück, um Hilfe aus dem Hain zu holen und traf direkt auf eine weitere Maschine. Den Zehen sei Dank, dass du da warst. Deine Freundin kämpft immer noch an der Straße? Mit den Maschinen? Das versuche ich dir ja zu sagen! Ich hol sie raus, wenn ich kann. Mach dich auf den Weg und hol Verstärkung. Mach ich! Ich schulde dir was! Immer nötig ist. Thank you.
noch an der Straße. Ruhig bleiben. Für später zum Vorrat. Man muss vorbereitet sein. Ja.
wohl die vermisste Soldatin des Nachschubtrupps. Ich könnte Plasma-Munition einsetzen. Schick mich! Bei den Zehen, der Sack hat es geschafft! Ich dachte, wir wären beide tot! Weg mit diesen Maschinen! Mehr Maschinen Ha!
Danke. Wärst du nicht da gewesen, wäre ich jetzt Maschinenschrot. Alles, was ich tat, war deinem Freund dir ja nur etwas mehr Zeit zu verschaffen. Du erzählst was. Ich bin an der Straße kaum am Leben geblieben. Das glaube ich gern. Ich hoffe, ein paar der Waren sind noch in Ordnung. Ich auch. Nahrung ist immer knapp. Die Soldaten am Hain brauchen Rationen. Wir können nicht wieder nach Salzbiss gehen, um mehr zu holen. Ich helfe ihr wieder auf die Beine und dann ziehen wir, was übrig ist, aus dem Dreck. Mir knurrt schon der Magen. Danke, Fremde. Wir werden dir das nicht vergessen. Bleibt gesund. Ihr beiden. Behalte ich als Vorrat. Es wird steiler, die Luft wird kälter. Ich nähere mich wohl Steinfall.
vorsichtig. Kaufe jetzt oder bereue. Jetzt das Ernst! Gut Ziel! Disziplin halten! Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. Steinfall sein. Gutallo sollte hier auf mich warten, aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Ich weiß auch nicht mehr als du. Ist das etwa die Streiterin aus dem Osten? Da ist Gutallo. Muss ich dir etwas sagen? Was beobachtet er da? Nimm dich in Acht, solches Gerede bringt gefährliche Ideen. Diese Schrift ist von den Kaja. Ich glaube, sie... Das
Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Dekote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts. Es kommt noch schlimmer. Gerüchten zufolge suchen die Rebellen nach größeren Maschinen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Du warst bei der Gesandtschaft. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschälle. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Mir nach. Weißt du, was noch beeindruckender ist? Eine Maschine mitsamt Reiter zu erleben. Komm, wir handeln. Ich bin. Komm nächstes Mal zum Wandeln. Bevor Virak mich ausgeknipst hat. Wieso? Willst du es mit Ihnen aufnehmen? Wenn ich das nächste Mal frei habe. Alterin, bitte! Hör mich kurz an, dann kannst du weiterziehen. Achte immer auf deine Flanke. Suchst denn das? Verlier einen von ihnen aus den Augen und du bist erledigt. Nach einem schnellen Sieg. Würden die Zehen dich gleich. Vielleicht könntest du nächstes Mal was kaufen. Wir ziehen erst alle Streifen an. Der Verlierer putzt die Latrinen.
Bald wirst du kampfbereit sein. Ich hab dich neulich auf dem Platz trainieren sehen. Ich musste dringend üben. Meine Klinge muss schneller. Streiterin aus dem Osten? Dann muss ich dir etwas sagen. Stellen Sie sich das an. Mögen Stärke und Ehre die Karte heute noch. Mein Verstand weiß, wo meine Loyalität liegt. Aber gib zu, es ist schon beeindruckend. Weißt du, was noch beeindruckender ist? Du willst über eine Maschine reden? Mitsamt Reiter zu erleben. Otengo und ich haben im Jagdgebiet eine riesige Maschine. Ich will nur reden. Hekaru gegen Regal. Das Schicksal unseres Stammes wird im Kampf. Da gibt es eine Waffe, mit der ich liebäugele. Aber mir fehlen noch ein paar Medaillen. Ach ja? Welche? Nein, sag ich nicht. Ich weiß, was du vorhast. Alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk getan hast, Ostländerin. Ich helfe gerne, wenn ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. Hier aber ein paar passiert Dörfer gelandet, ohne bevor dass Virak davon mich ausgeknipst hat. Ah, wieso? Da fällt mir ein. Aufnehmen? Je weiter du in den Westen gehst, desto tödlicher sind die Maschinen. Du solltest im Jagdgebiet südlich von hier Halt machen, um etwas zu üben, bevor du wirklich kämpfst. Danke für den Rat. Erledigt. Ich gehe hin, wenn ich dort bin. Danke. Ehre und sei gegrüßt. Der Schnee knirscht unter den Stiefeln. Wie machen die das? Die Kämen und Reiten. Warum tut sie sowas? Was? Wie willst du Tecote überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Bitte. Denath respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Ach, zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ja. Klan hat es über Generationen verteidigt. Gegen wen? Die anderen Tenak-Clans. Sogar die Carja. Vor langem. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Als du den Hain verliest, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Rebellen voraus. Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie, oder schleich dich vorbei. Ich folge dir.
Diese Rebellen sammelten Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und die Koti will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Dort hat man schnell ein falsches Gefühl der Sicherheit.